Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Season 2 startet in ein paar Tagen und heute ist rausgekommen, wie die wöchentlichen und täglichen Herausforderungen in etwa aussehen sollen, um den Season Pass schneller zu leveln. Denn das wurde versprochen, dass der Pass in Zukunft schneller gelevelt werden kann. Welche Infos ich im Einzelnen habe nach dem Intro. Where's my money, bitch? Also, wie schon gesagt, wöchentliche und tägliche Herausforderungen soll es geben. Bei den täglichen Herausforderungen soll es bis zu 200 verschiedene geben, die täglich neu gestartet werden. Das heißt, einen Tag habt ihr alle täglichen Herausforderungen abgeschlossen, nächsten Tag gibt es dann wieder ein paar neue Herausforderungen. Bei den wöchentlichen habt ihr eine Woche lang Zeit, diese abzuschließen. Solltet ihr das innerhalb einer Woche nicht schaffen, dann wird es so sein, dass die auch zurückgesetzt werden. Die können dann nicht mehr abschließen. In der nächsten Woche gibt es dann wieder andere abzuschließen. Ist eine richtig geile Sache. Da kann man einige Stufen rausholen. Ich würde euch jetzt mal grob ablesen, was ich gefunden habe. Es ist nämlich eine Menge Text und das jetzt alles auswendig zu lernen, ist doch ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall gibt es auch tägliche Challenges, wo eine Spielsitzung reicht, quasi. Startet ihr ein Spiel, macht zum Beispiel eine Runde mit Lifeline spielen, wäre zum Beispiel eine leichte Herausforderung, für die man wirklich nur eine Runde startet. Und es gibt Challenges, für die bekommt man Sterne. Und es gibt Challenges, für die bekommt man einen Stufenaufstieg. Ich lese jetzt einfach mal, also gar nicht so grob, ich lese das jetzt mal im Detail vor, weil das wirklich eine Mega-Litanei an Text ist, die es da abzuspulen gibt. Deswegen lese ich das jetzt mal ab, nehmt mir das nicht übel, wenn ich das jetzt in der Kürze nicht auswendig gelernt habe. Das ist nämlich echt wirklich viel Text. Ich fange direkt mal an. Also weniger grinden, dafür mehr Aufgaben erfüllen. Soll die Formel von Apex von dem Battle Pass Season 2 sein. Ihr werdet dabei mit wechselnden täglichen und wöchentlichen Herausforderungen konfrontiert, die ihr bewältigen müsst, um im Battle Pass aufzusteigen. Das klingt erstmal logisch. Für mehr als die Hälfte der wöchentlichen Herausforderungen wird es eine ganze Stufe als Belohnung geben. Also hier und da gibt es wirklich Challenges, die kann man sehr, sehr schnell erreichen, um eine Stufe aufzusteigen. Die übrigen Challenges gewähren Sterne. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen soll, wie viele Sterne man braucht, um eine komplette Stufe zu bekommen. Es könnte sein, dass es 9000 sind, wenn ich das richtig verstehe. Das werde ich jetzt aber noch komplett durchlesen. Also das mit den Sternen habe ich bereits erwähnt jetzt, die zusammen mit Spiel-EP zu einer wiederholbaren wöchentlichen Herausforderung beitragen. Wie das genau gemeint ist, müssen wir im Spiel sehen. Kann ich jetzt nicht so genau interpretieren. Erfüllt ihr diese, bringt euch das jeweils auch eine Battle Pass Stufe. Also Sterne sammeln in Verbindung mit Spiel-EP sammeln. Je nachdem, wie viele Sterne man braucht, bekommt man auch noch eine Battle Pass Stufe obendrauf. Die täglichen Herausforderungen entstammen einem Pool aus, und das finde ich richtig krass, 200 verschiedenen Challenges. Die Aufgaben lauten zum Beispiel, jetzt haben wir hier zum Beispiel die Beispiele, die man machen muss, also Challenges, die man machen muss, um, also allgemein, wie sieht eine Challenge aus? So, jetzt habe ich es aber. Verursache 200 Schadenspunkte im Bunker. Sollte nicht allzu schwierig sein. Im Bunker ist immer sehr viel los. Startet das Spiel, landet im Bunker, habt Glück mit einer Waffe und ihr könnt gleich richtig rausrotzen. Hier steht allerdings nicht, ob zum Beispiel bei 200 Schaden im Bunker, ob das in einem Spiel passieren muss oder eben mache mehrere Runden und irgendwann hast du deine 200 Schadenspunkte zusammen. Aber ich denke mal, das solltest du in einer Session schaffen. Oder spiele ein Spiel als Lifeline. Die Challenges sind darauf ausgelegt, in kurzen Spielsitzungen, also für die, die wirklich nicht so oft zum Zocken kommen, dass die mal ein paar Erfahrungspunkte mehr grinden können. Für die soll das hauptsächlich sein. Für den Abschluss erhaltet ihr jeweils 3000 Sterne. Je Tag wird der Herausforderungspool zurückgesetzt und ihr erhaltet neue Aufgaben. Also einen Tag lang Zeit, so ein paar Challenges zu meistern von den täglichen und am nächsten Tag gibt es neue. Die wechselnden wöchentlichen Challenges erfordern zum Abschließen hingegen mehrere Spielsitzungen. Okay, erklärt sich jetzt quasi von selbst, das mit dem Bunker solltet ihr in einer schaffen und die wöchentlichen, da braucht ihr mehrere Spielsitzungen, um das zu schaffen. Da gibt es auch ein paar Beispiele, zum Beispiel erziele 20 Kills als Gibraltar, Bangalore oder Mirage. Das ist auch relativ simpel. Ich finde die Challenges eigentlich gar nicht so schlecht, denn sie bringen mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel und man stößt immer nicht auf dieselben Legenden im Spiel.
Spiel. Zum Beispiel Pathfinder ist in fast jedem Team. Jedes Team hat fast immer ein Lifeline dabei. So kommt man ein bisschen Abwechslung rein. Gerade Mirage wird sehr selten gespielt, wie ich finde. Dass man ein bisschen Abwechslung kommt oder dass man einfach auch mal zu einer Legende greift, die man sonst nicht nehmen würde. Finde ich eine coole Sache. Dann gibt es zum Beispiel noch plündere 100 epische Objekte. Auch eine coole Sache. Also zu einer Deathbox gehen, goldenes Zeug rauslooten und dann startet der Counter. Was haben wir noch? 4 der wöchentlichen Herausforderungen sind jeweils 6.000 Sterne wert, sodass ihr so 24.000 Sterne insgesamt verdienen könnt pro Woche. 3 weitere Wochen Herausforderungen gewähren beim Abschluss eine ganze Stufe. Also ich denke schon, dass so 3, 4, 5 Stufen vielleicht pro Woche, wenn man ein bisschen reinhaut, rauszuholen sind. So, dann gibt es jede Woche 3 zusätzliche und ganz besondere wöchentliche Herausforderungen, die zurückgesetzt werden. Ist auch klar, es sind jede Woche dieselben und sie werden auch dann erneuert, wenn sie nicht abgeschlossen werden. Habe ich vorhin auch schon erwähnt. Ich lese das mal vor, was die 3 besonderen Herausforderungen sind. Wie den Rest lese ich natürlich auch vor oder habe ich schon vorgelesen. Die erste besondere Herausforderung ist, Abschluss von 5 täglichen Herausforderungen gewährt eine Battle Pass Stufe. Dann gibt es Abschluss von 10 täglichen Herausforderungen gewährt eine Battle Pass Stufe. Das sind schon 2 Battle Pass Stufen, die man da erreichen kann. Und Erringe von 9000 Sternen und oder Spiel EP gewährt eine Battle Pass Stufe. Also das sind die besonderen Herausforderungen, das sind quasi schon 3 Level, die ihr in einer Woche machen könnt. Die anderen noch zusammen, ja, so 5-6 Level könnten das echt durchaus sein. Dann steht hier noch weiter, diese Herausforderung kann jede Woche beliebig oft wiederholt werden. Mit jedem Abschluss erhöht sich die Anzahl der erforderlichen Sterne und oder Spiel-EP um 9000 bis zu einem Maximum von 54.000. 9, 18, 27, 36, 5. Also ihr könnt maximal 6 Mal in der Woche diese Herausforderung abschließen und es steigt aber jedes Mal um 9000. Also das dann zu erreichen, könnte eine Weile dauern, aber ich denke, da könnten einige Level pro Woche auf jeden Fall zusammenkommen. Das war eine grobe Zusammenfassung von den Herausforderungen, finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, wie ihr das findet. Das war es soweit von dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst. Von mir gibt es auch regelmäßig Infovideos und Livestreams für die, die das nicht wissen. Ich haue auch heute noch ein zweites Video raus und zwar wieder mal ein Stream-Best-of von vor einigen Wochen. Chris hat sich wieder ein paar Streams vorgenommen. Das werden mehrere Teile werden. Wahrscheinlich so 2, 3, 4 Stream-Best-ofs werden das werden. Die werde ich in den nächsten Tagen und Wochen vereinzelt hochladen. Das erste kommt heute Abend. Ich hoffe, da schaltet ihr natürlich auch ein. Wünsche euch viel Spaß und ein schönes Restwochenende. Macht's gut.